In dem Video geht es mal um die Demontage der Hinterachslenkung. Ja, Hinterachslenkung ist ja beim Carpar 1.9 WS identisch mit der Vorderachse, kann man sagen. Und daher, Vorderachse kennt man wahrscheinlich vom anderen Auto, vom Vorgänger schon. Und ich will jetzt hier die Hinterachse demontieren. Dazu werden wir erstmal die Hinterräder abschrauben. Also sprich hier die Hinterachse. So weit zerlegen, dass ich auch wirklich an alle Bauteile gut rankomme. Und das erfordert erstmal die Hinterräder abzubauen, damit ich auch wirklich da gut rankomme. So, ihr könnt einen ganz normalen Schraubendreher nehmen. Ich nehme hier mein Elektroschrauber. Und bevor ich da rangehe, jetzt komplett weiter, die Hinterachse auszuschrauben, werden wir gleich zu Beginn mal einen Blick in die Portalachse reinwerfen hier. Also werden wir die vier Schrauben lösen. Weil da muss ich sowieso ran an die ganze, an die Schrauben hier, beziehungsweise an den Antrieb hier dahinter. Und dann schauen wir mal uns an, wie der aussieht. Auch hier vier Schrauben. Wie gesagt, mit einem Elektroschrauber geht es etwas besser. Schrauben schön weglegen, die brauchen wir ja noch. So, dann brauche ich, können wir Elektroschrauber nehmen oder ich nehme hier meinen normalen Imbusschlüssel hier. Auch wieder. Ich sag mal, so eine Stiftmade ist das. Damit ist der Aluminiumradmitnehmer hier gesichert. Und dann kann ich hier meine Achse rausnehmen, beziehungsweise Achsgehäuse, und vergesst nicht, beziehungsweise hier aufpassen, hier vorne ist noch eine Scheibe. Also wenn ich das jetzt hier, beziehungsweise keine Scheibe, mal gucken, was das ist, das wirklich eine Scheibe ist. Ich drehe das mal rum, dann seht ihr das. Kugelgelagert, Metallzahnräder, mit einem Stift mitgenommen. Auf der Gegenseite, hier auch, ein kleines Kegelrad. Aus Metall. Das ist der untere Lagersitz, auch kugelgelagert. Und ihr seht, es ist schön gefettet, das Ganze. Wenn ich das Ganze jetzt rausnehmen will, mit dem Gelenk dahinter. Hier hinten ist ja das Kreuzgelenk. So. Wenn ich das rausnehmen möchte, muss ich natürlich hier oben die Kingpin-Schraube oben und die Kingpin-Schraube unten lösen. Dann kann ich die Achse mit dem Lenkhebel komplett rausnehmen. Aber im Prinzip so könnte man jetzt schon hier die Wartung machen. Von dem Ganzen. Hier das kleine Kegelrad. Mal sehen, ob ich das so rauskriege. Muss ich mal kurz gucken. Ich habe hier eine Pinzette. Ja, hier mit einer Pinzette bekomme ich das hier schon raus. Und man sieht hier oben Kugellager, unten Kugellager und die beiden Metallzahnräder. Wenn man genau einen Blick hinwirft, hier auch wieder Vierkantmitnahme. Relativ robust, relativ fest. Klar, mit Sechskant geht es natürlich noch, hat man noch einen besseren Kraftschluss. Aber es wäre auch technisch wesentlich aufwendiger, das hinzubekommen. Ja, ich würde sagen, mach mal kurz Pause. So, dann geht's weiter. Hier würde ich mal sagen, mit den Lenkebeln ausbauen. Also mit der Portalachse. Jetzt mal gucken.
haben wir hier so eine Passschraube. Mal sehen, ob die unterschiedlich sind. Oben und unten. Na, müssen wir mal gucken. Nein, sind die gleichen Passschrauben oben wie unten. Braucht man jetzt nicht 100, braucht man jetzt nicht genau hinzugucken, wo welche hinkommt. Wenn wir das haben, müssen wir mal gucken, wie weit wir die Welle rausbekommen. Na, nicht sehr weit. Also wäre am besten, wenn wir hier die Anlenkung abmachen. Das heißt, ich nehme hier auch wieder mein Zweier Imbus und schraube hier die Schraube vom Servo, vom Lenkhebel raus. Die Position sollte kein Problem sein, den gerade Auslauf wieder einzustellen später. Also das, da würde ich mir keinen Kopf machen. Beziehungsweise, ein guter Trick ist immer, Servo nicht verdrehen. Und dann immer hier nach unten, senkrecht der Linie, abmachen. Und dann weiß ich, ich mache es auch in der Position wieder fest. Oder sollte man sich merken. Ja, dann habe ich hier meinen Lenkhebel. Immer darauf achten, ob das alles leichtgängig läuft. Hier haben wir die Edelstahlkugeln für ja gute Langlebigkeit. Dann haben wir hier unseren Lenkhebel. Also Getriebegehäuse der Portalachse. Befestigt, kann ich auf der anderen Seite dann auch abmachen. Und jetzt kann ich hier meine Welle rausnehmen. Sehr schön gefettet. Und damit hier mein Differential bzw. meine Starrachse, die da drin ist, mitgenommen wird, habe ich hier auf der Welle, auf der Stahlwelle, hier so eine abgeflachte Fläche, dass das praktisch mitgenommen wird. Und hier seht ihr das Kreuzgelenk von der Antriebswelle. So, mal gucken, ob rechts links identisch ist. Ich lege das jetzt hier mal auf die linke Seite. Und als nächstes kommt das andere Achsgehäuse hier dran. Und zwar mache ich es ganz simpel. Ich werde es hier mal schauen. Sollte man hier so lassen können. Ich werde hier einfach auch wieder die Kingpin-Schrauben lösen. So, eine. Und die zweite. Und damit es wirklich schneller geht, macht sich das wirklich ganz gut, wenn man einen Akkuschrauber hat. Ich nehme hier, wie gesagt, mein T1 Drive. Völlig simpel und einfach. Vor allen Dingen das Coole an der Sache ist hier, ich kann den auch knicken, wenn ich ihn mal anders in die Hand halten will. Und ich habe hier vorne mein Lämpchen, wenn es ein bisschen dunkel draußen ist. So, kann ich jetzt hier rausnehmen. So, kann ich euch zeigen. Einfach nur komplett rausziehen. Und dann habe ich hier mein Achsgehäuse in der Hand und auch hier meine zweite Antriebswelle. Kann ich jetzt mal vergleichen. Die sind aber baugleich, also kein Problem, mal die Seite zu wechseln. Und hier lasse ich das Achsgehäuse einfach zu. Brauche ich jetzt hier nicht irgendwie demontieren, außer wenn ich jetzt reingucken will. Und hier sieht man das Zahnrad von der Seite. Hier das kleine, was ihr gerade gesehen habt hier, was man hier so sieht. Das ist das gleiche, bloß auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich hier meine Achse in den Vierkant stecken. Ganz simpel und einfach. So. Dann in meinen Lagersitz reingehen. So. Und schon kann ich das Ganze hier auch wieder drehen. Dann brauche ich das nicht komplett zerlegen. Ich kann das jetzt einfach, um euch das hier die Starrachse zu zeigen, reicht mir das jetzt völlig aus.
Man hat ja auch hier drinne Fett gesehen, also gefettet ist es auch. Also von der Seite her überhaupt kein Problem. So, jetzt lege ich mir die Achse hier her. Braucht die ja erstmal nicht. Und dann können wir hier fortfahren. Und um besser ranzukommen an das Ganze, hier an die Hinterachse, macht man am besten eins. Ich zerlege jetzt die... Mache jetzt hier die links ab und den Stoßdämpfer. Und das mache ich auf beiden Seiten. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier mit der Seite, fange ich jetzt mal an. So, habe die eine Seite. Merken muss ich mir bloß, dass ich hier in mit der Stange dran bin, also mit der Linksstange und außen mit dem Stoßdämpfer eine lange Schraube. Und als nächstes mache ich hier unten den unteren Link ab. So. Die Schraube ist hier etwas kürzer. Und damit ich, wenn ich jetzt weiter auseinandernehme hier, also sprich hier unten, die zwei, würde ich sagen, mache ich schon mal eins. Ich gehe hier rein und ziehe mir hier den Stecker raus. Und der Stecker von dem Servo, der ist hier auf Port 2, AUX 2. So. Und damit habe ich schon mal das Kabel ab, bevor ich jetzt hier unten weiter verfahre. So, jetzt habe ich die zweite Seite hier ab und jetzt fehlt mir hier unten noch der letzte Link. So, dann kann ich jetzt hier die Schraube rausmachen. Habe jetzt hier den Link ab, mein Kabel ab und habe die Achse jetzt quasi wirklich in der Hand. Wenn ich die ab habe, hier seht ihr die Linkstangen. Hier kann ich die festhalten mit einem Bolzen, mit einem Stift. Und dann kann ich hier die Kugelpfanne drehen. Macht man auf Anschlag, um die Länge zu haben. Wenn ich unterschiedliche Linkstangen reinbauen würde, könnte man den Radstand ändern. Aber ich würde sagen, hier brauchen wir das wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob es das optional gibt. Ihr kennt es vielleicht von anderen Modellen wie Traxas, SRX 10 oder ähnlichen Modellen. Kann man ja den Radstand ändern, indem man die Linkstangen ändert. Diese Option gibt es. Ihr seht, völlig nackig sieht das Ganze aus. Und dann sieht man hier auch nochmal schön, dass wenn das vorne ab wäre hier, dass das Ganze hier einfach nur ja an diesem Rahmen hängt. Mehr ist das nicht, die Chassisplatte. Also das ganze Chassis ist quasi hier unten die Skipplatte, wo dann das Getriebe drauf sitzt. Und das war es dann schon. Und der Gitterhochrahmen, der hält das Ganze so ein bisschen in Waage beziehungsweise halt fest, weil hier sind ja auch die, wie ihr seht, die Stoßdämpfer dran befestigt. Und wenn ihr die Linkstangen abmachen wollt, dann müsst ihr einfach nur hier die Schrauben lösen und könnt ihr die Linkstangen dann hier rausnehmen. So, ich lege es mal zur Seite, weil im nächsten Schritt werden wir hier das Getriebe mal auseinandernehmen, wobei da jetzt echt nicht viel dazugehört. So, um hier an den starren Durchtrieb zu kommen, brauchen wir hier nur diese vier Schrauben lösen. Da macht sich das genauso gut, so einen Akkuschrauber zu nehmen, weil die Schrauben, wie ihr seht, sind schon ziemlich lang. Den Achsstummel vom Teleskopgelenk brauche ich jetzt hier nicht unbedingt lösen. So, hier den Achsstummel, den muss ich jetzt hier nicht lösen unbedingt, weil ja, ich glaube, ich das kleine Kegelrad nicht wirklich rausnehmen muss.
So, hier die zwei Schrauben sind etwas kürzer wie die anderen beiden. Das muss man hier beachten. So wie es aussieht, mal gucken. Ich gucke gleich mal. Weil das waren jetzt hier noch die zwei oberen Schrauben. Mal gucken. Ne, die sind alle gleich lang, also von der Seite her kein Problem. So, gleich lang. Alles klar. Und dann können wir mal gucken, ob sich das hier schon löst. Jupp. Und Überraschung? Nein, keine Überraschung. Ihr seht, Fett ist dran. Das ist kein Problem. Und ihr seht, es vielleicht etwas schlechter im Moment. Aber wenn man hier genau einen Blick drauf wirft, dann seht ihr, das Ganze ist hier so bogenförmig. Also wir haben eine Spiralverzahnung hier drinne. Spiralverzahnung drinne. Was schon mal sehr gut ist, weil überträgt große Kräfte und ist geräuscharmer wie normale Geradverzahnung. So. Aber eigentlich wollen wir es ja nicht zusammengebaut haben, sondern natürlich auseinander. Und es liegt nicht auf einer Achshöhe, es ist etwas in der Höhe versetzt. Aber gut, das mal ein anderes. Wenn wir hier jetzt von rechts und links keine Welle im Weg haben, also sprich keine Antriebswelle, ich kann es euch gleich zeigen. Ich habe jetzt die Welle reingemacht, hier. Ihr seht, jetzt ist es fest und jetzt dreht es. Und wenn ich das jetzt hier drin habe, die Welle, dann kann ich das auch nicht rausnehmen. Das heißt, ich muss erst die Welle rausnehmen, genauso von der anderen Seite, passt ja auch von der anderen Seite. So, muss die beide Seiten, wie gesagt, erst rausnehmen. Es reicht nicht, wenn ich hier vorne die vier Schraubenlöse und Antrieb rausmache. Nee, ich muss wirklich die zwei Portalachsen auf beiden Seiten rausnehmen. Und wenn das gemacht ist, dann könnt ihr das wirklich rausnehmen. In der Mitte. So, einfach nach oben. Ihr merkt euch bitte, wie rum. Nicht andersrum reinbauen. Gut. Funktioniert wahrscheinlich auch. Ja, funktioniert wahrscheinlich funktioniert auch. Problem ist, wenn ihr das falsch rum wieder zusammenbaut, also sprich, ihr baut es auf die andere Seite, dann ändert sich auch gleichzeitig die Drehrichtung. Also ihr müsst schon die Einbaurichtung beachten. Wenn ihr das falsch rum reinbaut, dann würde das vielleicht mit dem Deckel alles passen und so. Dann ändert sich aber auch die Drehrichtung. Und ihr wundert euch, dass die Vorderräder vorwärts drehen und die Hinterräder rückwärts. Das Auto würde also wollen, zusammenzufahren, beziehungsweise auch auseinanderzufahren. Also immer achten, wie die Einbaurichtung war. Hier kann man das gut sehen, noch am Fett. Hier ist gut gefettet, genauso hier sieht man das gut, dass das gut gefettet ist. Ab Werk, also wir müssen uns keine Sorgen machen, dass das ab Werk nicht gut vorbereitet ist. Und hier seht ihr bogenförmige Verzahnung, sagt man auch Spiralverzahnung. Geräuscharm und kräftiger als Geradverzahnung. Und ja, wie gesagt, wichtig ist, dass das Spiel eingestellt ist, aber ich würde mal sagen, das sah jetzt schon ab Werk sehr gut aus. Kann man auch dadurch einstellen, indem man hier halt das mit Chimps bearbeitet. Aber wenn man hier so mal kurz drüber guckt, über den Abrieb, gut, ich bin jetzt noch nicht gefahren, aber man hat auch beim Rollen lassen schon mal nicht viel gehört und kann das auch kontrollieren, indem man halt beide Seiten festhält, wenn man das den Getriebedeckel drauf hat und dann dreht und dann guckt, ob das Spiel ist oder nicht, beziehungsweise ob das gleichgängig ist oder nicht. Und wenn wir dann doch mal das kleine Outdrive sehen wollen, müssen wir einfach hier nur abmachen,
Mehr ist das nicht. Hier einfach nur diese Gewindestiftschraube lösen. Und dann können wir hier dran schieben. Und dann kriegt man hier unseren Outdrive, beziehungsweise hier unseren Abtrieb mit dem schräg verzahnten Zahnrad, kriegt man hier schön heraus. Hier. Aus dem Getriebedeckel. So, bevor wir das Ganze jetzt wieder zusammenbauen, hier kontrolliert man natürlich die ganzen Lager, ob das alles leichtgängig geht, ob die Gelenke hier alle schön sauber reingehen, dann ob alles sauber ist, ob das alles leichtgängig ist, hier genauso Zahnflanken, ob da irgendwas hier ausgefressen ist. Klar, ich habe das jetzt nagelneu, nur einmal demontiert, also hier sollte nicht sein, aber hier kann man gleich kontrollieren, ob das sauber zusammengebaut wurde. Und wenn man gefahren ist, sollte man hier die Zahnflanken gucken, ob alles sauber ist, ob das Fett dreckig ist. Wenn das dreckig ist, einfach das Ganze sauber machen, auswischen. Dazu zum Beispiel bisschen Küchenrolle nehmen, alte Küchenrolle, neue Küchenrolle, ja, neue natürlich. Dann hier das Fett auswischen. Wie gesagt, sich merken in die Einbaurichtung, also wo praktisch das Tellerrad war, schön sauber machen, Dreck beseitigen, gegebenenfalls mit einem Pinsel oder ähnliches. Dann kann man hier mit einem Feuchttuch danach nochmal drüber gehen, nochmal alles sauber machen. So, wirklich alle Dreckreste. So würde ich auch vorgehen, wenn es komplett dreckig wäre, das Ganze. Also sprich, wenn ich jetzt im Dreck gefahren wäre, dann vielleicht wirklich mit dem Pinsel nochmal den groben Sputz vorher. Hier aber nicht mit der Luft rangehen. Wir wollen ja hier nicht den feinen Dreck noch hier in die Röhren, ne, reinblasen. Kugellager rausmachen, kontrollieren, ob die leichtgängig sind. Wie gesagt, hier ist nagelneu. Ist auch ein abgedichtetes hier auch. Dann hier die Röhren gucken, zur Not mit einer Tubenbürste so da mal reingehen und sauber machen. So, als nächstes, klar, auch hier ja, es gibt ja so ein schönes Werkzeug, kann ich euch gleich zeigen. Ah, da ist es schon, ne? Habe ich mich schön gebaut. Kann man hier das Kugellager auf den Kegel setzen, kontrollieren, ob es leichtgängig ist. Dann macht man hier das Gegenstück drauf, stellt man drauf, kann das Kugellager drehen. Und dabei hier oben zum Beispiel, ha, am besten ist mit Bremsenreiniger reinblasen, also durch, und das Lager dabei ausspülen. Also eine ganz einfache, simple Sache. Am besten hier unten drunter einen Behälter stellen, weil hier sonst der Dreck durchfliegt. Na, dann ein paar Mal drehen dabei, wieder hochnehmen, ganz vorsichtig. Und das Kugellager sollte dann ausgespült sein. Dann bisschen Kugellageröl dran und schon ist es fertig. Und dann können wir das Kugellager hier in dem Fall zum Beispiel hier auf das Kegelrad wieder machen. Das große, also auf diesen starren Durchtrieb. Manchmal ist es hier auch ein Differential verbaut, aber hier ist jetzt starrer Durchtrieb. Ich mache die Zahnflanken sauber, mache das Ganze hier fettfrei. Gerade wenn ihr jetzt hier lange gefahren seid, kann das sein, dass hier ganz altes Öl Fett dran ist, Öl nicht Fett. Hier sieht man auch nicht, dass ihr hier von dem Papier da irgendwelche Partikel dran habt. Dann nehme ich hier mein Feuchttuch, gehe da auch noch mal drum. So, das Ganze kann man natürlich auch mit Bremsenreiniger schön ausspülen und wirklich in jede Pore gehen, jede Zahnflanke. Das lasse ich jetzt mal. So. Danach Kugellager drin. Wie gesagt, ein bisschen einfetten vorher, ein bisschen Öl dran, Kugellageröl am besten. Oder ihr nehmt hier zum Beispiel, was auch gut geht hier. Ich nehme das von 3-Fluid. Gibt es einen kleinen Tropfen drauf. So. Dann drehe ich das einmal. So.
Und dann bin ich fertig. Dann mache ich das gleiche natürlich bei dem zweiten Lager. Habe ich hier schon was drauf gemacht. So. Dann setze ich das vorsichtig hier in mein Achsgehäuse rein. Wie gesagt, Einbaurichtung beachten. Kann man auch einen Blick in die Bauanleitung werfen. Für die Hinterachse ist hier gut abgebildet. Das heißt, ich drehe mir das Ganze so, wie ich es habe. Und dann sehe ich, das Tellerrad ist ja hier verschraubt auf dem Mitnehmer. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, hier hinten sind vier Schrauben. Die sind jetzt verdeckt durch das Kugellager. Kann man zur Not, wenn man es einzeln wechseln will, auch einzeln wechseln. So, dann habe ich das hier eingesetzt. Dreht auch schön leichtgängig. Was ich nicht vergessen darf, ja, einfetten. So, dann nehme ich hier. Jeder nimmt was anderes. Ich nehme das Gear Loop von Trifluid. Mache hier ein paar Tröpfchen drauf. Da reichen ein paar Tröpfchen. Da muss man jetzt hier so einmal ringsrum. So. Wenn ich das habe, immer wieder schön verschließen. Dann, fast vergessen, muss ich hier natürlich den Getriebedeckel auch noch sauber machen. So. Dann hier auch sauber machen. Nochmal mit dem Feuchttuch. So. Hier sieht man das aber auch dann ganz gut. Hier. Die Schrägverzahnung sieht man hier ganz gut. Oder Bogenverzahnung. So. Fertig. Als nächstes setze ich das hier ein. Kugellager natürlich kontrolliert, ganz klar. Dann setze ich das hier ein. Gucke, ob es leichtgängig ist. Dann mache ich zuerst hier mein... für den Teleskopantrieb die Welle drauf. So muss natürlich Loch auf Loch gehen. Dann setze ich hier meine Schraube rein. Und werde das Ganze jetzt hier festziehen. So. Gucken, ob das danach noch leichtgängig läuft, ja. Dann noch mal schütteln. Mein Gear Loop. Dann mache ich hier darauf auch noch. So. Das macht sich hier damit ganz gut, weil das verfliegt nicht so an die Seiten, wie ihr es hier vorher gesehen habt. Bei dem anderen, das ist ja alles überall hingeflogen. Das soll da so bleiben. Als nächstes werde ich schauen. Das muss nach oben. Also sprich, so rum drauf. Beziehungsweise so rum drauf. Ha, falsch rum. Ne? Ich habe es aus der falschen Seite gesehen. Also sieht man aber auch ganz gut, weil hier ist ja so eine Einfasung für das Tellerrad. So. Und ganz klar auch so rum, weil wir wollen ja viel Bodenfreiheit haben, wenn wir es nach unten hätten. Wenn man so sieht, ne? Das hier ist oben. Und wenn ich das rumdrehen würde, würde natürlich auch Bodenfreiheit verlieren. Also macht es ja Sinn, es auch so rum drauf zu machen. Dann können wir mal gucken. Das dreht. Dreht auch. Und als nächstes kommen hier die vier Schrauben dran zum Befestigen. So, zwei. Drei.
Und Nummer 4. Wenn ihr einen Akkuschrauber nehmt, so wie ich, da ein bisschen Vorsicht walten lassen. Nicht festziehen bis zum Ende, weil ich habe hier jetzt kein Drehmoment drin. Also nur bis kurz vors Ende. Macht sich zumindest am besten. Ne? Ich will jetzt nicht riskieren, dass eine Schraube überdreht und dass mir ein Gewinde kaputt geht. Also da Vorsicht, entweder agiert ihr vorsichtig, das heißt kurz vorher aufhören und dann kann man auch manchmal von Hand drehen, das ganze Gerät. Beziehungsweise ihr nehmt einen ganz normalen Schraubendreher und zieht quasi die letzten Gewindegänge von Hand fest. Dann könnt ihr das gut kontrollieren. So, dann haben wir das schon mal. So, als nächstes können wir hier unsere Achsen reinmachen. Nummer 1. Und hier die Achse bzw. Kreuzgelenk Antriebswelle für die andere Seite. Dann können wir auch gleich kontrollieren, ob die laufen. Das funktioniert auch. Dann lege ich das Ganze weg. Nehme hier meine Portalachse und setze die hier zusammen, weil das kann ich jetzt hier schon vormontieren. So. Klack. Dann nehme ich meine 4 Schrauben. Und kann hier das vormontieren schon. So, Nummer 1. Jetzt mache ich es mir mal ein bisschen einfacher. Bitte nicht bis zum Ende. Kurz vorher wieder aufhören. Ich will ja hier nichts überdrehen. Deswegen mache ich es wie beim Gehäuse in der Mitte. Beim Deckel. Und ziehe dann quasi an. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt jeder einzeln anziehe, dann kann es auch sein, dass ich den Deckel, dass ich hier Verspannung reinbringe, wenn ich jetzt nicht überkreuze. Ich habe jetzt hier angezogen. So, dann mache ich überkreuz die obere. Und dann die anderen beiden. So, und jetzt die letzte. Hier nochmal kontrollieren. Als nächstes hier Mitnehmer drauf. Drauf achten. Auf der einen Seite habe ich das Gewinde und auf der anderen Seite nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich hatte hier einen 1,5er. 1,5er. Steck den hier durch. Schau mir meine Achse an, wo da quasi mein Loch war. Na, da ist es. Es will noch nicht so, wie ich möchte. Ach, hier ist es ja. Das passt noch nicht so, wie ich will. Gucken. Wahrscheinlich sitzt der Bund noch nicht richtig. So. Ah. Falsch rum.
Und anziehen. Also hier drauf achten, ne? Wir haben hier so, ja, hier so eine, ich sag mal, so eine Strichlein. Und die müssen natürlich außen stehen. Ich habe das gerade falsch rum versucht einzubauen, also umgedreht, da ist es abgeflacht. Und deswegen hat das von der Einpresstiefe nicht gepasst. Weil das hier, ihr seht, bis zum Stift ist hier ein bisschen flacher wie von der Seite und dadurch hat er nicht gepasst. Also auf die Einbaurichtung der Sechskantmitnehmer auch achten, ne? Vor die montiert. So, dann haben wir das jetzt erledigt. Jetzt könnte es das Problem geben, was ich eben vielleicht hatte. Mal gucken, ob ich damit jetzt hinkomme. Ich muss jetzt darauf achten, dass meine Achse genau richtig eingebaut ist. Das heißt, meine Spurstangen, die müssen natürlich nach vorne gucken zum Servo. Also so rum baue ich das Ganze jetzt ein. Das heißt, hier einmal reinstecken. Da genau in den Vierkant. Und dann können wir hier die Kingpin-Schrauben anbringen. Und da bitte vorsichtig sein, dass die auch gerade drinnen sind. Weil ansonsten haben wir das Problem, dass hier auch die Gewinde ausreißen können. So, deswegen vorsichtig. Erstmal fixieren. So. Und schauen wir mal, ob das oben genauso gut passt wie unten. Deswegen erstmal ganz einfach ansetzen. Dann gehe ich hier oben mit meiner Kingpin-Schraube rein. Weil das muss natürlich hier genau auf einer Linie stehen, genauso wie hier auf einer Linie stehen. Und dann sollte das auch hier so leicht gängig gehen. Und wenn das fixiert ist, dann sollte auch das Ganze so funktionieren, dass ich es hier anziehen kann. Noch nicht ganz fest. Mal gucken. Dreht. Dann gehe ich hier auf die andere Seite. Ja, ich weiß, jetzt ist mir auf der anderen Seite der Antriebswelle rausgefallen. So festgezogen. Hier ist schon. Ja, minimal. Sachen. Vielleicht ein Tick zu fest. Könnte etwas leichtgängiger gehen. War es vielleicht dann ein bisschen fest. So, das sieht schon besser aus. So. Weil je schwergängiger das Ganze geht, also wenn es überhaupt schwergängig geht, also muss ja hier alles leichtgängig gehen, in den Kugeln, in den hier Kingpin-Schrauben. Weil wenn die natürlich hier schräg drinnen stehen, dann klemmt das natürlich hier im Kunststoff. Entweder klemmt das hier in der Buchse oder hier in der Buchse und deswegen darauf achten, dass die gerade drinnen sind. Mit der Zeit schleift sich das natürlich alles besser ein, aber es sollte schon leichtgängig sein. Also wenn ihr das mit Kraft ziehen würdet, dann würde das Servo gar nicht schaffen. Und irgendwann geht das Servo kaputt, weil es einfach zu viel Belastung ist. Aber es hilft auch nicht, hier ein stärkeres Servo einzubauen am Ende. Ja, ein stärkeres Servo ist immer besser, gerade wenn ihr am Berg seid, dass das besser und genauer stellt, je kräftiger das ist. Nicht nur je schneller, sondern auch je kräftiger das ist. Weil ein schwaches Servo, das wird dann natürlich erstmal echt langsam gehen. Aber eben auch nicht unbedingt die genau dahin stellen, wo ihr hinlenkt. Deswegen ist wichtig Metallgetriebe, damit es nicht kaputt geht. Und eben starkes Servo, damit es halt wirklich die Stellkraft hat, um euer Auto dorthin zu stellen, wo es hin soll. So, dann gucken wir mal, ob wir das so hinbekommen. Also die Antriebswelle wieder hereingesteckt. Und jetzt müssen wir hier natürlich in diesen Vierkant rein. Mit unserer Welle. Mit dieser Welle hier müssen wir jetzt hier in den Vierkant rein. So, mal sehen, ob wir das hinbekommen. Aber das sieht gut aus. So.
So, vielleicht kann man hier ein bisschen Blick reinwerfen. Sieht man das ein bisschen? Ich hoffe, zur Not dreht man das hier. Das nicht ganz genau passt. Ja, es wird nicht passend gemacht, sondern dann kann ich auch hier drehen. So, dass das dann in der Position ist, wie ich es brauche. Geht wahrscheinlich auch in einer besseren Variante. Nicht ganz optimal. Ich würde sagen, das habe ich nicht ganz optimal gelöst. Aber andersrum macht sich das echt schwerer. So, jetzt habe ich es aber. Jetzt habe ich das hier drin. Und dann kann ich das auch hier jetzt reinschieben. Wenn das nicht passt, muss ich hier natürlich ein Stückchen drehen. Dass das wieder in den Antrieb passt. Ich lege das mal hin, dann kann ich das besser machen. So, so. Und schon bin ich drin. Ja, es muss natürlich dort drin sein, also im starren Vortrieb hier, also in dem Differential. Also Differential sagt man nicht, Starrachse. Und genauso muss das hier in der Portalachse drin sein, damit das wirklich gut einrastet und genau im Eingriff ist, die Zahnräder. Also die Kegel bzw. Zahnräder hier an der Seite. Dann gucken, ob Loch ist. Einsetzen. Ein, zwei Gewindegänge reinschrauben. Rumdrehen das Ganze. Dann sollte das genauso hier gut passen, ohne dass man das hier mit Kraft rumzieht. Das sollte eigentlich von alleine jetzt hier genau in Position sein. Und dann kann ich jetzt hier die Kingpin-Schraube von oben ansetzen. Noch nicht fest. Bis zum Anschlag, sondern erst mal die Seite machen. Und dann die andere Seite. Gucken, ob das leichtgängig geht. So. So, und dann hatte ich ja gesagt, ich habe mir die Position gemerkt, das sollte dann auch stimmen. Das heißt, ich nehme hier gerade, also nicht nur, dass die Achsen parallel stehen, nein, mein Servohorn hatte ich ja gesagt, das soll hier genau im 90 Grad Winkel nach unten zeigen. So, und das war meine Grundeinstellung von vorhin, wo ich das Ganze demontiert hatte. Und dann sollte die Position auch stimmen. Ansonsten, hier kommt man gut ran, auch später mal, also wenn das jetzt nicht passt mit dem Geradeauslauf, entweder stelle ich den separat ein, gut, die Hinterradlenkung glaube nicht, ne, weil das habe ich nur für die Vorderräder, aber zumindest kann ich hier das immer noch am Servo rum ändern, indem ich die Position ändere. So, und damit habe ich hier meine Achse fertig und kann die jetzt hier hinstellen. Das war jetzt die Hinterachse vom Carpa.